Sind Sie bitte so freundlich, nochmal Ihren Namen, Ihren Ortsteil und dann die Frage zu stellen, ob Sie eben an eine einzelne Person oder eine Gruppe richten. Ich möchte Sie an alle drei richten. Mein Name ist Waltraud Lange. Ich wohne hier in Leimen, Mitte. Und ich möchte die Damen und Herren fragen, wie stellen Sie sich das vor, wie das in Leimen mit dem Rathausplatz oben weitergeht? Wie lange das noch dauert? Ich kann nur sagen, das ist eine gute Frage und ich vermute, keiner von uns kann Ihnen eine exakte Antwort geben. Es gibt die Suche nach einem neuen Investor, die Entscheidungen sind alle gefallen und sobald darüber eine Entscheidung gefallen ist, kann es dann auch weitergehen. Aber viel mehr kann man im Moment nicht dazu sagen. Also wie lange es weitergeht, ich schätze mal, wenn wir jetzt alle die Ärmel hochkrempeln, wird es schon 3 Jahre dauern, weil der Rathausplatz ist ja das letzte Puzzlestein. Es muss das Parkdeck gebaut werden, es muss der Schulhof gebaut werden, es muss das Gebäude gebaut werden, wo man den Investor jetzt mit dem Wunsch des Gemeinderats, sind ja welche angeschrieben worden, sucht und findet zügig und dann gehe ich davon aus, dass wir in 3 bis 4 Jahren auf einem wunderschönen Rathausplatz sitzen und gemeinsam Kaffee trinken. Ja, ich muss auch gestehen, natürlich können wir nicht in die Glaskugel gucken, wann es so weit wird, dass der Rathausplatz so aussieht, wie wir uns alle vorstellen. Aber ich will natürlich auch die Vision haben, schnell an die Sache dran zu gehen. Und wir hören immer wieder, dass es angeblich Investoren gibt, die jetzt in der nächsten Zeit auch ausgelost oder ausgelöst werden. Und dann muss man natürlich gucken, was der Investor für Ideen hat. Also letztendlich sind wir da aber gar nicht in der Situation, dass wir da jetzt noch nicht konkret eine Auskunft geben können. Nennen Sie nochmal Ihren Namen, Ihren Ortsteil und dann wie die Frage gerichtet ist. Vielen Dank. Schönen guten Abend. Mein Name ist Thorsten Rennisch. Ich habe den beschwerlichen Weg auf mich genommen, über die Ortsgrenze von Leimen nach St. Wirken zu kommen. Okay. Herr Karl, Herr Irrit, heute Abend habe ich leider keine Frage für Sie. Aber Frau Felten, Sie ist für Sie bestimmt. So, ich fange jetzt einfach mal kurz an. 2 Minuten, ne? 2 Minuten. Ich habe nur 2 Fragen und ich habe Zeit, dass so viel ich will. Nein, da muss ich ja intervenieren. Ja, sehr gut. So, die Belebung der Innenstadt Leimen liegt Ihnen sehr am Herzen. Wie würde diese von Ihnen umgesetzt werden? Belebung durch noch mehr Friseursalons, Barbershops, Dönerbuden, Nagelstudios, Shisha-Bars, vielleicht noch ein weiteres Recycling-Kaufhaus. Oder durch eine gezielte und selektive Auswahl an Geschäften, die die Innenstadt attraktiver und lebenswerter machen. Oder auf Plätze, die wirklich zum Verweilen einladen. Gerne erinnere mich. Dürfte ich Sie bitten, Ihre Frage zu stellen? Die Frage habe ich vorweg genommen, eingänglich mit, wie würden Sie die Belebung der Innenstadt gestalten? Das war eigentlich meine Frage. Bin gleich fertig, kleinen Moment. Gerne erinnere ich mich noch zurück an die Zeit, als Leimen ein liebevolles Café hatte. Das Café Schweden. So, nebenbei. Anschließend hätte ich doch noch eine Frage, die uns alle unter den Nägeln brennt. Kleinen Moment, ich bin gleich fertig. Wird das Frühlingsfest und die Weinkerbe dieses Jahr stattfinden? Vielen Dank, Frau Pelle und alle anderen Beteiligten. Vielen Dank, Frau Pelle. Ich komme zuerst zur letzten Frage. Frühlingsfest und Weinkerbe. Weinkerbe findet statt.
Frühlingsfest, das ist noch in der Ägide des derzeitigen Oberbürgermeisters und wurde von diesem abgesagt. Die zweite Frage, die Belebung der Innenstadt, attraktive Stadtkern. Wir haben ja zum Glück Städtebauförderung des Landes, um diese Innenstadt weiter zu stärken. Wir haben guten Einzelhandel und gute Cafés in der Innenstadt. Ich möchte den Georgiplatz nennen, ein Kleinod, wo ein wunderbares Spielzeuggeschäft ist. Und wir haben da Cafés, wir haben Restaurants, wir haben den Deutschen Friedhof. Wir haben also einiges. Da gilt es aufzubauen, das gilt es nicht kleinzureden, sondern das gilt es zu nutzen und zu stärken. Und das Allerwichtigste ist, dass wir jetzt unseren Treffpunkt hinbekommen und auch nicht den kleinen Regen und dann einen schönen Platz haben zu verweilen. Das sind die wichtigen Punkte und wir haben die IHK Innenstadtberater im Ort, die im Moment uns beraten und Ideen sammeln und geben. Wir machen da eine Schaufensterberatung, gibt verschiedene Vorschläge, die man umzusetzen gilt. Und das, da werde ich mit ganzer Kraft kämpfen dafür, weil ich nämlich aus der Wirtschaft komme. Wie gesagt, mehrere Jahre Vorstand in Leinen aktiv. Ich habe den richtigen Draht und die richtige Fachkenntnis. Und wie ich vorhin schon sagte, in 3 bis 4 Jahren, da werden wir auf eine schöne Innenstadt blicken können, die zum Verweilen angeht. Da bin ich sicher und dafür setze ich mich mit ganzer Kraft ein und werde auch die Wirtschaftsförderung zur Chefinnensache machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Aus Fairnessgründen möchten wir natürlich auch Ihnen die Möglichkeit bieten, Herr Kahle, wenn Sie eben auf diese Frage 1 und 2 zu antworten, wie Sie möchten. Wer möchte? Ebert? Ja, also zur Weinkerbe. Ich bin selbst Besucher der Weinkerbe letzten Mal, zumindest bei der Öffnung gewesen. Also es würde natürlich unter meiner Ägide selbstverständlich die nächsten Jahre vonstatten gehen. Das Frühlingsfest habe ich jetzt gehört. Es war allerdings, muss man auch ein bisschen zur Seite springen, dem Oberbürgermeister, es war ja auch von den Schaustellern abgelehnt worden, was ich mitbekommen habe. Also das war wohl der Hintergrund, dass das Frühlingsfest deswegen abgesagt wurde seitens der Stadt, weil die Schausteller auch natürlich aufgrund der Baustelle, kann man natürlich auch wieder sagen, aufgrund der Baustelle keine Wirtschaftlichkeit gesehen hat und hat deswegen das Frühlingsfest abgesagt. Aber wenn der spätestens wenn der Rathausplatz wieder da ist, wie er sein sollte, wird es natürlich auch unter meiner Ägide Frühlingsfest geben. Die Belebung der Innenstadt hat die Kollegin auch schon darauf hingewiesen, auch mir ist zu Ohren gekommen, dass eines der Konzepte wieder mal in Auftrag gegeben wurde, diesmal Innenstadtbelebung. Ich persönlich habe aber jetzt nichts gehört, nichts gelesen in der Zeitung als öffentlicher Bürger. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch in der Schublade schlummert, also das würde ich dann auch erstmal rausholen. Ich glaube, zum Thema Weinkerbe und Frühlingsfest haben wir gehört, wie es aussieht. Und zum Thema Innenstadtbelebung ist es so, dass wir uns, glaube ich, da zusammensetzen müssen und sehr aktiv daran arbeiten müssen. Glaube ich, gerade mit Leinen aktiv und überlegen, was wollen wir, und dann aktiv auf mögliche Geschäftsinhaber zugehen und gucken, dass wir eine vernünftige Besetzung bekommen, weil das, was Sie gesagt haben, ist sicherlich ganz wichtig. Wenn man sich nicht drum kümmert, dann kann durchaus das passieren, was Sie, das Bild passieren, das Sie gemalt haben. Dafür müssen wir alles tun, dass das nicht so kommt. Vielen Dank. Guten Abend, mein Name ist Wolfgang Ebner, ich wohne in Leiben, St. Helener Straße. Was mich persönlich und auch viele Anwohner ärgert bei uns in der Straße, dass sie die willkürlich abgestellte E-Tretroller, ja, da müssen manchmal die Leute mit Rollstuhl, Leute mit Kinderwägen einfach auf die Straße ausweichen. Zweite Frage an alle drei Kandidaten. Wie sieht es mit Verkehrskontrollen aus in der 30-Kilometer-Zone? Bei uns ist es abends in Nachtstunde eine reine Rennstrecke. Hier sind wir öfters Kontrolle machen, das wäre auch für das tatsächlich gut. Dankeschön. Also natürlich jetzt beim Polizisten an der richtigen Stelle. Also ich bin ja durch ganz Leiden auf die Ortsteile gelaufen, habe viele Anwohner kennengelernt und gesprochen. Aber es haben viele berichtet, dass wirklich auch in den Schrittgeschwindigkeitszonen
wirklich viel zu schnell gefahren bin. Das hat mich natürlich schon auch bewegt. Also da würde ich definitiv dran gehen wollen. Ich habe es ja auch vorhin erzählt, wir wollen den Haushalt ja auch konsolidieren. Vielleicht passt es ja zusammen. Die Tretroller ist natürlich auch nicht nur ein leidenspezifisches Problem. Es gibt viele Städte, die drehen wieder zurück. Die sagen, die Tretroller umweltverschmutzen, vor allem wenn sie in Rheinbach von der Feuerwehr zu bergen sind. Also das ärgert viele Leute. Da muss man auch nochmal drüber nachdenken, ob es wirklich sinnvoll ist. Da will ich auch keine Jugendgemeinderat mal dazu mit ins Boot nehmen und mal hören, was die sagen als Jugend. Und dann aus meiner Sicht, ich fahre keine Tretroller. Vielen Dank. Antworten. Sie können. Natürlich antworte ich. Zu den Kontrollen. Ja, wir haben einen mobilen Blitzer, einen sogenannten Trailer, organisiert, gekauft, mit dem wir diese Untersuchungen durchführen und auch in der St. Ilgener Straße ab und zu blitzen. Aber wir haben natürlich 100 Kilometer Straßen in Leimen, da kann man nicht, da muss man abwechseln. Und wir haben auch in eher, wenn man denkt, ruhigeren Gegenden das Bedürfnis, dass mal geblitzt wird. Deswegen, wir haben da ein System, wie wir abwechseln. Und was wir auch brauchen, wofür ich mich auch einsetze, schon die ganze Zeit und verstärkt einsetzen werde, dass wir natürlich auch das Personal dazu haben, um diesen Trailer einzusetzen. Zu den Tretrollern, schwieriges Thema. Da werden im Moment in der Metropolregion Versuche gestartet, dass man Flächen kennzeichnet. Nur dort dürfen sie auch abgestellt werden. Das wird in Mannheim gerade untersucht und das muss man auf jeden Fall gut beobachten. Weil an und für sich ist das ja ein sinnvolles Fahrzeug. Nur der Nutzer, es gibt halt viele Nutzer, das ist man immer wieder, die halt nicht wissen, wie man mit sowas umgeht und rücksichtslos das Zeug abstellen. Deswegen finde ich die Idee mit der Metropolregion, mit diesen Flächen, wo man es abstellen kann und ansonsten läuft eben die Uhr weiter und der Nutzer muss weiter bezahlen. Das finde ich die richtige Idee und dann sollte man unbedingt uns anschließen. Ja, die Tretroller-Geschichte ist sicherlich eine, die man nicht einfach lösen kann. Die Idee der Metropolregion, die finde ich auch ganz pfiffig. Damit kann man, glaube ich, das Problem einigermaßen in den Griff bekommen. Hoffen wir, dass es funktioniert. Und die Frage des Blitzens kann man zusätzlich verstärken, indem man diese Hinweistafeln aufhängt, wo draufsteht, sie fahren. Ich glaube, die haben auch eine sehr deutliche Wirkung überall dort, wo sie hängen. Wenn wir feststellen, wir haben dort tatsächlich ein Geschwindigkeitsproblem, dann kann man das damit flankieren und das Blitzen natürlich weiterhin durchführen. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen Ihrerseits aus dem Publikum? Ah, wunderbar. Ja, bitte. Bitte stellen Sie sich vor und aus welchem Ort Sie kommen. Guten Abend, mein Name ist Sigmar Steif und ich wohne seit 20 Jahren hier in Leimen im Stadtteil Rheinhilden, Probstwald. Und meine Fragen an alle drei Kandidatinnen und Kandidaten. Sie haben alle drei auf die Finanzsituation der Stadt Bezug genommen und wollen die Einnahmesituation verbessern. Die Frage ist, will ich ganz konkret stellen, über die Steuern erhöhen, die Grundsteuer, die Gewerbesteuer und wenn ja, in welchem Umfang? Bitte seien Sie so konkret wie möglich, Herr Präsident. Okay. Und die zweite Frage, die hatte ich an Herrn Ehret. Wenn ich mich richtig erinnere, haben die beiden anderen Kandidatinnen darauf abgestellt, wie sie mit dem Gemeinderat zusammenarbeiten wollen. Da hatte ich meiner Erinnerung nach relativ wenig von Ihnen vernommen. Vielleicht ein paar Sätze dazu wären sehr nett. Und der dritte Punkt, den ich hatte, war. Entschuldigung, zwei Fragen. Ja. Müssen sich dann. Alles gut. Ja, okay. Oder möchte ich eine Frage zurückziehen und eine andere Frage stellen? Okay, prima. Dann möchten Sie beginnen, Frau Feld? Und Herr Ehret, also, ganz kurz, Frau Fenn, sorry. Und Herr Ehret, ich würde sagen, dann die zweite Frage geht dann zuletzt an Sie. Ja, aber erstmal. Ja. Also zu den Steuern. Ich möchte auf keinen Fall irgendwelche Hebesitze erhöhen.
Ich möchte die Gewerbesteuer dadurch erhöhen, dass ich mehr Gewerbe ansiedle. Das habe ich in der Vergangenheit auch gemacht und das werden wir fortsetzen. Wir werden das interkommunale Gewerbegebiet gemeinsam mit Heidelberg stärken. Das ist auf einem guten Weg und das gilt es mit ganzer Kraft voranzutreiben. Und da gibt es auch Flächen, die man jetzt schon entwickeln kann, neben dem DHL zum Beispiel. Es gibt noch ein kleines Gewerbe, eine Gewerbefläche, die man entwickeln kann zwischen dem Hagen, also der Tech-Tankstelle und dem Containerweis. Kiesloch heißt das. Auch da muss man dran gehen. Also Gewerbeflächen aktivieren und Gewerbe, gutes Gewerbe ansiedeln, Wirtschaftsförderung zur Chefinnensache machen. Genau das ist der Weg, um die Gewerbesteuer zu erhöhen bei gleichbleibendem Hebesatz. Grundsteuer, da gibt es ja eine Änderung in der Berechnung. Da lasse ich mir immer wieder zeigen, wie hoch der ausgerechnete Hebesatz wäre bei gleichem Aufkommensbetrag. Wir haben im Moment 3,5 Millionen Grundsteuereinnahmen bei der Stadt und auch das soll dann so bleiben und nicht durch die Hintertür die Steuer erhöht werden. Das heißt ganz klipp und klar, der Hebesatz wird ungefähr halbiert werden im Vergleich zum jetzigen, damit die Grundsteuer das Gesamtaufkommen gleich bleibt. Keine Steuererhöhung. Ja, wenn man auf der Einnahmeseite Verbesserungen erzielen wollen, dann ist die Gewerbesteuer ein wunderbarer Hebel dafür. Da muss sich der OB mit aller Macht dafür einsetzen, dass wir neue Unternehmen hier ansiedeln und natürlich am besten neue Unternehmen, die gute Geschäftsideen haben und erfolgreich sind. Das wäre ein guter Hebel. Dann gibt es natürlich daneben noch eine Reihe anderer Maßnahmen, die vielleicht aber ein bisschen Detailwissen vonnöten machen. Das kann ich Ihnen gerne bilateral nochmal sagen. Ich glaube, das wäre jetzt, würde jetzt zu weit führen. Und die zweite Sache war für mich zu schauen, wie kriegen wir bei den Finanzen die Grundsteuer in den Griff. Und ich kann Ihnen sagen, Sie alle werden andere Grundsteuerbescheide bekommen, als Sie das bisher hatten. Es liegt einfach an der neuen Systematik, die dahinter liegt. Aber das Aufkommen soll gleich bleiben, da bin ich ganz der Meinung von der Frau Felten. Aber wir müssen uns alle darüber klar sein, deswegen wird es trotzdem niemanden hier geben, der die gleiche Grundsteuerbetrag in Zukunft bezahlen muss. Aber da kann die Stadt nichts dafür, sondern das ist die Entscheidung des Verfassungsgerichts. Vielen Dank, Herr Jürgen. Also zu dem Thema der Steuererhöhungen, das wäre natürlich jetzt ein Irrsinn, wenn hier einer der Kandidaten sagen würde, ja, wir müssen die Steuern erhöhen. Deswegen schließe ich mich dem an und sage Ihnen, nein, wir müssen nicht die Steuern erhöhen. Und zudem haben wir eine tolle Bürgermeisterin, auch in der Zukunft, die ja auch Finanzen studiert hat. Dass dann Ideen kommen, eben nicht nur die Steuern leicht zu erhöhen, sondern andere Ideen umzusetzen mit ihr zusammen. Also Spaß beiseite. Also eine Steuererhöhung ist immer für die Bürgermeister immer das Schlimmste, das letzte Mittel, was es gibt. Und ich glaube nicht, dass Leidenschaftsvorhin gesagt, das ist nicht aussichtslos, die Situation. Wir müssen aber genauer mal hingucken, wo vor allen Dingen auch Ausgaben der Stadt. Ich habe das Gefühl, dass da die Ausgabenseite ein bisschen mehr beleuchtet werden sollte. Das war zu den Steuern. Der Rest schließe ich an, was die beiden gesagt haben, zur Gewerbesteuer. Jetzt kommt meine eigene Frage, deswegen habe ich noch 2 Minuten extra für die andere Frage. Das war die Frage der Zusammenarbeit, die brauchen wir wahrscheinlich auch die 2 Minuten. Also zum einen habe ich alle Fraktionen besucht. Alle Fraktionen haben von mir sozusagen Besuch bekommen, im Vorfeld, auch noch bevor ich mich beworben habe, und habe eigentlich ausgiebig dargestellt, wie meine Arbeit mit dem Gemeinderat aus meiner Sicht aussieht. Also zum einen ist es keine Einbahnstraße. Ich sehe schon, dass die Verwaltung sehr viel machen muss. Ich habe es vorhin kurz erwähnt. Der Gemeinderat kann nur so gut sein, wie die Vorbereitung in der Verwaltung ist. Ja, und dazu gehört, dass man auch mal die Köpfe zusammensteckt, dass man auch mal nicht öffentlich vielleicht auch mal ein bisschen diskutiert. Aber es ist definitiv nicht so, dass es eine Einigkeit geben muss in allen Bereichen, in allen Belangen. Aber es muss ein Fortkommen für die Stadt sein. Ja, das ist mir wichtig. Und dass auch kein Parteigewankel gibt, ja, das kann auch nicht sein. Wir sind hier eine 27.000, 28.000 Einwohner Stadt
mit insgesamt fünf Ortsteilen, und da darf die Parteipolitik keine Rolle spielen. Und nur wenn der Vorschlag aus der grünen Ecke kommt, kann er nicht abgewiesen werden, beziehungsweise auch aus der schwarzen oder aus der gelben oder aus der roten Ecke. Das sind solche Sachen, die definitiv nicht gehen. Also mein ist definitiv auch die Hand ausstrecken zum Gemeinderat und natürlich auch ein faires Miteinander umgehen und dann aber auch ein faires Miteinander mit der Stadt, dass da vorwärts gegangen wird. Das ist meine Meinung. Ja. Fraktion was gesagt, möchte die Stellung hier noch nicht, sonst gibt es weitere Fragen. Nur was? Also möchte ich noch mal was zur Kooperation sagen, und wenn man sagt, die haben es ja schon gesagt, beide, aber die Frage, wollen Sie oder wollen Sie nicht? Wenn Sie möchten noch mal. Ja, also die Arbeit im Gemeinderat klappt wunderbar. Wir feiern auch zusammen, je nach der Gemeinderatssitzung, ab und zu noch ins Paarwas oder je nach Uhrzeit auch mal zum Alfred. Von daher eine sehr gute Zusammenarbeit, jetzt schon, und da freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit. Und wenn ich jetzt hier den Werbeblock machen darf, wir haben am 3. Mai den Kaffeeklatsch mit Stadträtinnen aus allen Fraktionen, 15 Uhr im Quer, kommt für die Damen jetzt halt eine Einladung. Aber freue ich mich, wenn ich von Ihnen ganz viele, oder wir Stadträtinnen und die Bürgermeisterin freuen sich, wenn wir von den Damen möglichst viele sehen können am 3. Mai, 15 Uhr. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich kann mich begrüßen. Also eine gute Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat, das ist A und O einer erfolgreichen Stadtpolitik, und dafür stehe ich auch. Ich habe es vorhin ja schon in meiner Rede erwähnt. Das ist ganz wichtig, und es gehört aber nicht nur für den Gemeinderat, sondern für alle, auch für die Bürgerinnen und Bürger, für mich dazu, dass wir ein gutes, ein offenes Miteinander haben und dass mich jeder jederzeit ansprechen kann. Auch dafür stehe ich. Vielen Dank. Ja, bitte stellen Sie schon mal kurz vor, und dass ich zur Stadtteil gekommen und dann wie die Frage richtig ist. Vielen Dank. Mein Name ist Wolfgang Launsinger, ich wohne in Leimen-Mitte. Ich hätte zwei Fragen. Die erste Frage geht an Frau Felten. Der Treffpunkt Leimen steht und fällt ja mit dem neuen Investor. Meine Frage, stehen da jetzt die Investoren Schlange oder müssen wir den Investoren nachlaufen? Die zweite Frage geht ähnlich nur zu dem Thema interkommunales Gewerbegebiet. Leimen-Heidelberg, das ja Herr Reinwald sehr forciert hat. Wie wollen denn die Kandidatin, die beiden Kandidaten, dieses Zukunftsprojekt aktiv vorantreiben, damit wir in Leimen nicht höhere Steuern, sondern mehr Gewerbeeinnahmen kriegen? Danke für die Antwort. Also, Treffpunkt Leimen. Der Gemeinderat hat beschlossen, vier Investoren, die der Oberbürgermeister vorher schon angesprochen hat und die ihm gegenüber Interesse signalisiert haben, anzuschreiben. Der Gemeinderat hat eine Matrix erstellt, wie bewertet werden soll, welchen Investor man letztendlich auswählt. Und diese Entscheidung, das Auswahlverfahren, das tagt Ende April, und da bin ich guter Dinge, dass wir dann einen Investor haben. Zum interkommunalen Gewerbegebiet, da arbeiten wir in einem Zweckverband zusammen mit Heidelberg. Das funktioniert wunderbar, weil auch gerade in der Metropolregion, das ist eine sehr prosperierende Region, Heidelberg hat einen guten Ruf als Wirtschaftsstandort, wir haben in Leimen gute Flächen, wir sind wunderbar angebunden, an die Autobahn sind sie sofort mit Zügen, wir haben im interkommunalen Gewerbegebiet ein Privatgleis, ein Industriegleis. Es ist ein sehr guter Standort. Es gibt viele Interessenten dafür. Wir müssen nur zugreifen. Wir müssen jetzt schnellstens planen. Und wie gesagt, wir haben Flächen, die sofort belegt werden können. Und wenn Sie da von der Chat aus mal schauen, sehen Sie auch, dass das eine oder andere schon passiert. Von daher
das wird zügig umgesetzt, wenn ich dann die Oberbürgermeisterin bin und die Wirtschaftsförderung Chefsinnensache ist. Vielen Dank. Also zum interkommunalen Gewerbegebiet, ich glaube, das ist eine Riesenchance für Weidmann. Und es ist auch top besetzt von beiden Seiten, sowohl von der Stadt Heidelberg wie auch von der Stadt Weidmann. Wir haben erfahrene und clevere Menschen da sitzen, die das vorantreiben. Und natürlich ist es Mitchefsache, dabei zu sein, zu entscheiden, wen von den Investoren, die Interesse haben, wen wollen wir denn gerne, wer hilft uns am besten weiter und wer nicht. Und ich glaube, es ist eher an der Stelle die Frage, eine gute Auswahl zu treffen. Und dann muss man auch noch dazu sagen, dass dieses Gewerbegebiet, ja, weil es ein gemeinsames Gewerbegebiet ist, eine hohe Förderung erhält. Auch davon profitieren wir in Leimen sehr gut. Und alle Infrastrukturprojekte, die damit verbunden sind, sind für die Zukunft einfach eine Top-Anbindung, auch an den öffentlichen Nahverkehr, an den Radverkehr und vieles mehr. Und von daher bringt es neben den Gewerbeflächen, glaube ich, noch eine ganze Menge an positiven Aspekten für die Stadt und für Sie alle, und darauf können wir uns freuen. Vielen Dank. Also zum Treffpunkt noch ein Satz, möchte ich gerne mal nochmal doch kurz die Investoren, die jetzt gelost werden. Letztendlich weiß ich auch nicht so genau, ob jedem hier im Raum bewusst ist, dass aktuell eine Klage anhängig ist zur Zufahrt zur Tiefgarage. Also Klagen statt Leim. Also da habe ich auch nichts mehr gelesen oder gehört, aber ich kann mir vorstellen, dass es eine Weile braucht, bis da entschieden ist, ob die Anwohnerin Recht bekommt und diese Zufahrt zur Tiefgarage, wie es jetzt geplant ist, gar nicht umsetzbar ist. Also das heißt, auch hier müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen weiterdenken und nochmal genauer hingucken, ob die Investoren und ob da nicht neue Pläne vorlegen oder vorgelegt werden müssen, um einer Klage oder um einer gerichtlichen Entscheidung aus dem Weg zu gehen. Das ist das eine, was ich noch sagen wollte. Das zweite ist, dass, Sie haben es gerade gesagt, es ist eine Chance, genau. Was mich ein bisschen jetzt von Leimener Seite irritiert, das ist ein wunderbarer Geschäftsführer, der heute auch anwesend ist, der Stadt Heidelberg, der ehemalige Kollege Horst Althoff auch unter uns, ich habe ihn schon erblickt, er ist wirklich besonders gut in dieser Sache und er wird auch sozusagen vom Baubürgermeister der Stadt Heidelberg, von Herrn Otzog, begleitet. Wie sieht es denn bei uns auf unserer Seite aus? Der Walter Stamm ist wahrscheinlich auch hier, ich habe noch nicht gesehen, macht auch sehr gute Arbeit. Aber ich habe das Gefühl, auf Augenhöhe ist das im Moment noch nicht ganz. Wir müssen aufpassen als Stadt Leimen, dass uns eben nicht die Butter vom Brot genommen wird. Also das ist auch meine Ängste, deswegen, das habe ich auch vorhin gesagt, ganz klar, meine Ansinnen als Oberbürgermeister dort auch flankierend regelmäßig zur Seite zu stellen und nicht nur auf den Geschäftsführer zu vertrauen. Das sind meine Worte zum interkommunalen Zweckverband. Vielen Dank. Fragen aus dem Publikum? Bitte stellen Sie mir noch kurz vor, aus woher Sie kommen. Vielen Dank. Guten Abend, Ben Schröder hier, wohnhaft in Leimen-Mitte. Ich hätte zwei Fragen. Frage Nummer eins ist: Wie sieht Ihr persönliches Leimen nach 8 Jahren Amtszeit aus? Und auf welche 3 wichtigsten Erfolge blicken Sie dann zurück? Ich würde jetzt erstmal Herrn Karl bitten, die Frage zu beantworten. Also, wenn ich nach 8 Jahren auf Leimen zurückblicke, dann ist es hoffentlich eine Stadt, die eine ganz andere Außenwirkung hat, als sie heute hat, die erfolgreich ist, die wieder eine Finanzlage hat, mit der man arbeiten kann und die ganz viele Projekte umgesetzt hat. Und die wichtigsten Erfolge werden dann hoffentlich sein, wir haben eine tolle Ortsmitte, wir haben vielleicht auch bei dem ehemaligen Brauereiareal einen großen Erfolg erzielt und sind da auf den Weg gekommen. Und wir haben ordentliche Sport- und Spielstätten, wir haben gute Spielplätze, wir haben ordentliche Kindertagesstätten und gut ausgestattete Schulen. Und da haben wir, glaube ich, ganz, ganz viel erreicht. Dankeschön. Meine Vision ist, dass wir nach 8 Jahren ein lebens- und liebenswertes Leimen haben, auf das wir total stolz sind.
das wunderbar gut in den Medien, in der Presse, in der Zeitung rüberkommt und wo wir uns alle wohlfühlen und ein menschliches Miteinander pflegen und solide Finanzen uns auch gut tun. Auf was für Projekte, da geht es natürlich, habe ich vorhin gesagt, Treffpunkt Leinen. Wir sitzen auf dem Schlossplatz, auf dem Rathausplatz und trinken zusammen einen Kaffee. In Gau-Angelow ähnlich, Ortskernsanierung rund ums Rathaus. Es ist wunderbar gelungen. Die Hauptstraße, der letzte Rest, ist auch saniert. Der Angelbach fließt aus Gau-Angelow heraus in einer schön gestalteten Flussaue. Und für St. Ilgen, das gleiche der Leinbach, renaturiert, an der evangelischen Kirche erlebbar, so wie das geplant ist. Die Sterzenbachbrücke führt rüber zur Kirche, so nennen wir die eins. Und die Geschwister-Scholl-Schule ist eine beliebte Ganztagesgrundschule neben der jetzigen Gemeinschaftsschule. Vielen Dank. Selbstverständlich sind meine Visionen edlicher Natur, gar keine Frage. Bloß habe ich Zweifel, ob wir das in 8 Jahren alles hinkriegen, was die Frau Felden gerade berichtet hat. Also meine Erfahrung zeigt einfach, Verwaltung braucht Zeit. Wenn wir noch Gerichtsverfahren haben, wenn wir das Wartenareal vielleicht dann auch noch gestaltet haben, beziehungsweise also letztendlich ist es einfach so, dass, das wissen Sie alle, Entwicklungen brauchen Zeit. Wir haben auch das Antragsamt, was auch nochmal, wir haben ein Regierungspräsidium, was in manchen Bereichen mitsprechen hat. Wenn man merkt, wie der Leinbach jetzt ausgegraben wird, wie lange ist das her? Also ich habe da ein bisschen Zweifel, ob das in 8 Jahren, aber nach meinen 16 Jahren habe ich genau. Vielen Dank. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass Halbzeit fast erreicht ist und die erste Person schon die Halbzeit erreicht hat. Ja. Nur, dass Sie das wissen, weil Sie es eben von der Ferne vielleicht nicht so sehen. Genau, hier gibt es eine weitere Frage. Bitte stellen Sie sich kurz vor und woher Sie kommen und welche Frage Sie haben an die Runde. Dankeschön. Mein Name ist Karl Sindendörfer. Ich war in dieser Stadt 2 Jahre lang Vorsitzender des Elterngesamtbeirats. Und was Schulpolitik angeht, ist ja sehr viel gelaufen. Und ich möchte Herrn, dem scheidenden OB, an dieser Stelle mal kurz danken. Aber meine Frage geht dahin: Was werden Sie tun, um die Familien zu fördern? Ich möchte nur ein Beispiel nennen. Die AVR berechnet nach Kopfzahl bei Familien, 6-köpfige Familie beispielsweise, wie bei uns, wo lange Zeit nur ein Einkommen da war. Ja. Also haben wir den 6-fachen Betrag anderer bezahlt. Und können Sie sich vorstellen, dass man die Familien entlastet, an dieser Stelle oder in ähnlicher Weise? Dankeschön. Vielen Dank für Ihre Frage. Frau Feldmann, schon ich bin auch AVR-Aufsichtsratsvorsitzender. Also von daher helfe ich gerade gerne mal mit ins Gremium und werde das mal, das war mir bewusst, also gar nicht so bewusst, aber Sie haben vollkommen recht, das ist natürlich eine gewisse Ungleichheit. Also ich würde das gerne mitnehmen in die Aufsichtsratssitzung, die nächste, wenn es gestattet ist. Und aber als Stadt Leimen, AVR ist eben der Rhein-Neckar-Kreis, aber wenn natürlich von AVR-Seite da ein Nein kommt, das geht nicht. Dann muss man sich als Stadt vielleicht Gedanken machen, ob man nicht auch eine Art Teilhabe macht. Ja. Vielen Dank, Ihnen. Ich drücke jetzt aber mal ein Auge zu. Frau Finn. Ja, Familienförderung. Landesfamilienpass haben wir schon. Freibadkarten, freie, wer für Landesfamilienpass ein Inhaber, mehrere Freikarten. Und aber auch die Familienkarte für unser Bäderpark. Wichtig für die Familienförderung ist auch, dass die Kindergärten die Gebühren danach berechnet dürfen werden, wie viele Kinder im Haushalt sind und nicht wie viel die Einrichtung besuchen. Familienförderung heißt auch, dass es genügend Kindergarten- und Kindergrippenplätze gibt.
Da müssen wir dringend für Personal sorgen. Die Räumlichkeiten haben wir geschaffen, aber mehrere Puppen stehen still, weil es eben nicht genügend Personal gibt. Kinderspielplätze sanieren, erhalten ist ein wichtiger Punkt und die Grundschulen. Verschiedene Angebote, Geschwister-Scholl-Schule, verbindliche Grund-, Ganztagesgrundschule an 3 Tagen die Woche, aber es gibt auch Eltern, die gerne ihre Kinder zu Hause betreuen möchten, Kinder, die an Sportvereinen engagiert sind, Kinder, die vielleicht musisch interessiert sind, und für die muss es auch ein Angebot geben, wie das klassische Grundschulmodell, das wäre dann in der Turmschule Leimen, aber natürlich mit Ortergänzung, wenn es notwendig ist, und Kernzeitergänzung. Vielen Dank. Ja, was die finanzielle Entlastung angeht, dann sind das eher Fragen, die an den Bund oder an das Land gehen. Da sind der Stadt natürlich enge Grenzen gesetzt, aber die Stadt kann Familien in ganz anderer Art und Weise unterstützen. Wir haben mit dem Quartiersmanagement und dem Quer jetzt, glaube ich, einen sehr guten Ansatz, wo auch Familien Entlastung erfahren können. Und wenn Sie die Idee des Familienzentrums kennen, dann, und wir können in Leiden so etwas etablieren, dann gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe an Möglichkeiten, von denen Familien, vor allem die Familien mit vielen Kindern, profitieren können. Und ich lade Sie gerne mal ein, kommen Sie nach Baumetal, gucken Sie sich an, dann können wir auch gerne darüber sprechen. Es ist eine hervorragende Sache. Vielen Dank. Also, bitte Sie so nett, stellen Sie sich kurz vor, wo Sie herkommen und welche Frage Sie haben. Dankeschön. Also, ich bin der Daniel Meck, ich komme aus Gauangelow und ich würde gerne fragen, wie Sie Leimen als Standort für Privatpersonen, als Wohnsitz attraktiv gestalten wollen und was für unsere Stadt spricht, warum Leute hierher ziehen wollen, um eben das demografische Problem lösen zu können. Vielen Dank für die Frage. So, Herr Jürgens, Sie werden jetzt dran. Ich hatte, ja, vollkommen richtig, ich hatte es ja auch in meiner Rede gesagt, dass wir eine attraktive Innenstadt zum Beispiel brauchen, dass wir eine attraktive Arbeitssituation brauchen, das heißt Arbeitnehmer, Ausbildungsstandorte, dass wir einen gescheiten ÖPNV brauchen. Wir waren in Ochsenbach gesessen, und da war auch die Rede davon, dass man eine Erweiterung des ÖPNV braucht. Da wurden wir ganz schön angeguckt, weil ich glaube, in Ochsenbach ist nicht das Problem mit ÖPNV. Da ist das Problem, dass der Schulbusverkehr funktionieren muss. Aber ich glaube nicht, dass wir ernsthaft Finanzen ausgeben müssen, um Ochsenbach noch mehr sozusagen nach St. Ilgen oder nach Nussloch mit ÖPNV anzubinden. Ich glaube, in Ochsenbach hat sowieso jeder mindestens ein Auto. Ja, also das sind so Sachen, wo man einfach auch ortsteilspezifisch genauer angucken muss. Man muss sich dann mit den einzelnen Stadtteilvereinen auch mal zusammensetzen und die Ideen auch mal eruieren. Da gibt es so viele Ideen, auch bei der Familie übrigens. Ja, da gibt es ja auch den Nachfolger GEBK. Auch da gibt es genug Ideen, Familien zu unterstützen. Und da muss man einfach mal sich zusammensetzen und mal ausloten, was passiert. Und dann, wenn es Geld kostet, ist natürlich der Gemeinderat mit dem Boot, der im Endeffekt als Hauptorgan der Stadt entscheidet, ob wir dann sozusagen hier Subventionierungen aussprechen oder eben ÖPNV oder die Gauangelower noch attraktiver irgendwie mit außer dem Innenstadt oder was wir gesagt haben, die Kernsanierung, die Innenstadt-Kernsanierung heißt es, umzusetzen. Also da gibt es schon genug Ideen, wo man einfach zusammensitzen muss und zusammenreden und dann entwickeln. Vielen Dank. Ja, was ist wichtig für ein attraktives Wohnumfeld? Dazu gehört natürlich, wenn man eine Familie ist, dass es ordentliche Betreuungsmöglichkeiten, kurze Wege gibt, dass die Infrastruktur stimmt und vor allen Dingen, dass man eine wohnortnahe Versorgung hat. In Gauangelow gibt es ja jetzt Gott sei Dank einen funktionierenden Markt, der sicherlich dazu hilft. Da hat es ja vorher schon eine ganze Menge an Initiativen gegeben, um den Wohnstandort Gauangelow zu stärken. Wir brauchen dazu auch Ärzte und einen ordentlichen Einzelhandel. Das sieht in Leimen oder in St. Ilgen natürlich ganz anders aus, als das in Gauangelow der Fall ist. Und wir müssen, glaube ich, auch gucken, dass wir die Leerstände, die da sind,
die Häuser, die nicht mehr bewohnt sind, dass wir die ordentlich an in neue Hände geben können, dass die wieder saniert werden und belebt werden. Auch das trägt dazu bei, dass wieder mehr Attraktivität entsteht und dadurch der Standort attraktiver wird. Und auch da müssen wir, glaube ich, ganz ordentlich dran arbeiten, dass das gelingt. Dankeschön. Also, Leiden ist viel besser als sein Ruf und Leiden hat im Vergleich eine junge Bevölkerung. Und Leiden ist schon sehr attraktiv für Familien mit Kindern. Also ich bin das beste Beispiel. Wir sind hier freiwillig hergezogen von Mannheim nach St. Ilgen. Warum? Wegen dem guten ÖPNV-Angebot. 8 Minuten von St. Ilgen bis Heidelberg Hauptbahnhof. Das schaffen Sie etwa innerhalb von Heidelberg. Sie können das Angebot von Heidelberg nutzen. Gleichzeitig haben wir hier eine wunderbar schöne Natur. Und was jetzt Gau-Ameloch betrifft mit ÖPNV und dem Angebot für die Menschen bezüglich der Mobilität, da haben wir ja demnächst ein Carsharing-Angebot, wir haben demnächst einen Bürgerbus, das Auto ist bestellt, wir warten nur noch auf die Lieferung. Und ich freue mich natürlich auch, dass der Kollege meine Begeisterung für On-Demand-Verkehre jetzt mittlerweile teilt. Also die Fortführung des Ruftaxis, das wird vor allem ein Angebot für den ländlichen Raum sein und für die Abendstunden, Nachtstunden und so weiter. Also wir sind attraktiv für junge Familien, wir sind attraktiv als Wohnort, aber wir können natürlich immer noch besser werden. Ja, guten Tag, mein Name ist Peter Schneider, ich wohne in der Kurfürstenallee, bin stolzer Hundebesitzer und zwangsläufig gezwungen, täglich ungefähr 3 Stunden in allen Lebensrichtungen unterwegs zu sein. Ich stelle fest, dass die Sauberkeit sich derartig negativ entwickelt, weil gerade zwischen dem Bereich B3 und Bahnhof. Ich spreche öfters mit jungen Leuten oder auch mit älteren Leuten, die ein gespaltenes Verhältnis teilweise zur Sauberkeit haben oder wie ich das feststelle. Und ernte eigentlich immer irgendwie so eine gewisse Ablehnung nach. Ich stelle aber auch fest, muss vorher sagen, ich bin ein absoluter Fan von Multikulti, aber stelle auch fest, dass es teilweise ein kulturelles Problem ist, dass die Leute gar nicht verstehen, dass wir vielleicht ein gewisses Verständnis und eine gewisse Liebe zur Sauberkeit haben, was eigentlich auch selbstverständlich ist. Deshalb würde ich ich wollte das eigentlich jetzt nur mal angesprochen, wollte fragen, was strategisch die Kandidaten dann mit sagen können. Dankeschön. Also, das Thema Sauberkeit, glaube ich, haben wir überall in jedem Ort und vor allen Dingen draußen außerhalb der Bebauung ist es natürlich immer schwierig, es in Ordnung zu halten. Dazu gehört auch immer ein bisschen Eigenverantwortung. Ich glaube, jeder, der draußen rumläuft, darf sich auch mal bücken und was aufheben und vielleicht mitnehmen. Damit trägt er dazu bei, dass das Ganze ein bisschen besser wird. Wir können natürlich auch, und das müssen wir wahrscheinlich auch, Mülleimer aufstellen, dass man dort seinen Müll auch ordentlich reinwerfen kann. Und am Ende des Tages kann die Stadt nicht überall sein und kann sicherlich nicht jeden Weg und jeden Spazierweg auch sauber halten. Daher auch Eigenverantwortung ist gefragt. Und die Stadt kann das dazu beitragen, was sie tun kann. Ich glaube, dass, so wie ich das bisher mitgekriegt habe, dass die TBE da schon gute Dienste leistet. Und dass wir aber mit Sicherheit, wenn Sie uns sagen, wo das genau ist, dann gucken wir uns das an und gucken, dass wir dann eine Hilfe, Abhilfe schaffen. Vielen Dank. Okay. Bei dem Thema Sauberkeit sind wir alle gefragt. Im Moment läuft gerade eine Putzwoche, wo viele Vereine, Kindergärten, Schulen in Feld und Flur und um ihre eigenen Räumlichkeiten unterwegs sind und putzen. Das ist ein super, super Engagement von unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Ich lade sie auch alle ein, am Samstag bei dem Putztag der lokalen Agenda mitzumachen.
Wir haben, um die Sauberkeit zu erhöhen, sehr viele Hundekot-Tütenspender überall verteilt. Wir haben einen neuen Flyer aufgelegt, den Sie in den Rathäusern holen können und nachschauen, wo der nächste Hundekot-Tütenspender ist. Und ja, wir haben auch, der Gemeinderat hat mehr Geld zur Verfügung gestellt in dem jetzigen Haushalt, sodass wir dann, wenn es dann wärmer wird, an Sonntagsvormittagen auch noch unterwegs sein können mit den TBL, um an entsprechenden Stellen, wo gefeiert wird am Samstag und leider die Menschen da nicht so aufräumen, wie es sich gehört, dann noch ein bisschen sauber gemacht werden wird. Kommt. Vielen Dank. Herr Schneider, ich habe Sie vollkommen verstanden. Und diese Antwort, die Sie gerade gehört haben, das ist zürich Verwaltung. Also Sie haben, das ist nicht das Lösen Ihres Problems. Ich habe es verstanden. Also natürlich sprechen Sie jetzt auch ganz konkret Probleme an, die was mit Integration zu tun hat. Also da muss definitiv das Integrationsmanagement auch mal aktiv werden in diese Richtung. Das heißt, dann auch diese Flyer in verschiedenen Sprachen mal überhaupt zu drucken, die auch einzuwerfen oder die auch mal auszuteilen. Also das ist, denke ich, mir auch Sinn der Frage gewesen, dass die Sauberkeit überall in den Gemeindenstädten nicht manchmal zu wünschen übrig lassen. Alle die Gemeinden haben immer eine Flurputzaktion und so weiter und so fort. Aber es geht hier um was anderes. Und ich habe es schon gut verstanden, und genau darum geht es, dass Sie einen Bürgermeister haben oder Oberbürgermeister, der Sie versteht und der dann versucht, mit Ihnen zusammen Ideen zu entwickeln. Es geht ja nicht darum, von diesem Punkt hinterher räumen, sondern dort noch Bewusstsein. Und ich glaube, das kann man an diesen neuralgischen Punkten vielleicht auch mit guten Flyern, mit guten Plakaten das nochmal erklären, warum Zusammenleben, wie ein gutes Zusammenleben funktioniert, dass man das kurz erklärt nachher. Und ich glaube, das wird uns hier bringen. Das vielleicht für Bilder oder irgendwie. Gibt es bestimmt Frage. Vielen Dank. Das heißt, ich höre aus, jemand möchte Sie das nochmal stellen zum Thema Integrationsmanagement oder sonst jemand zum nächsten Thema hören? Hier vorne war eine Frage noch von Ihnen. Bitte stellen Sie doch mal kurz vor, sagen Sie, woher Sie kommen und was Ihre Frage ist. Ich habe auch einen Hund zu Hause. Ich bin auch öfter unterwegs, auch alleine und sehe auch manchmal Dreck. Also zum Beispiel Autoreifen oder so. Das muss nicht sein. Definitiv. Vielen Dank. Haben Sie noch eine Frage an die Bewerber und Bewerberin? Sonst danke ich Ihnen für die Anmerkung. Genau, ich sehe hier drüben einen nächsten Fragenden. Bitte stellen Sie sich doch freundlicherweise vor, woher Sie kommen und was Ihr Anliegen ist. Vielen Dank. Mein Name ist Christian Betzner. Ich wohne in Leinwand-Mitte und habe eine Frage zum Thema Ehrenamt. Wurde ja vorhin schon angesprochen und die Sache ist ja die: Die Kassen werden immer leerer, die Rechnungen für die Vereine und so weiter werden aber immer höher, sprich TBL oder GEMA und so weiter und so fort. Und meiner Meinung nach wird das Ehrenamt immer wichtiger werden. Meine Frage gilt für alle drei Kandidaten: Was denken Sie bzw. was haben Sie für Ideen, um das Ehrenamt zu unterstützen bzw. zu fördern? Vielen Dank für Ihre Antwort. Vielen Dank für die Frage. Auf welche möchten Sie gehen? Das kann mir nicht sein. Ja, also auf jeden Fall Entlastung dadurch, dass man durch den Bürokratie-Dschungel hilft, den Ehrenamtlichen. Denn das ist unglaublich, was da alles verlangt wird, was man da alles bedenken muss. Und das kann man von Ehrenamtlichen nicht verlangen. Deswegen möchte ich einen einheitlichen Ansprechpartner haben, der den Ehrenamtlichen in allen Belangen helfen kann und weiterhelfen kann und nicht ein Verweisen von der einen Stelle zur anderen. Das ist ganz wichtig, das hat oberste Priorität.
Und ich stelle mir auch vor, dass man sowas wie Checklisten erstellt, damit die Vereine wissen, wenn sie ein Fest machen oder sonst was, was sie alles bedenken müssen und auch Schulungsangebote für die Ehrenamtlichen, also Unterstützung auf jeden Fall. Hallo Herr Metzner, wir haben uns ja auch schon mal unterhalten über dieses Thema. Also ich war auch teilweise erschrocken, dass es jetzt als Neuerung dargestellt wird, dass es jetzt Flyer gibt für die Vereine, wie die Hygienevorschriften zu beachten sind und so weiter und so fort. Also das ist mindestens, das gibt es bei uns schon sehr, sehr, sehr lange. Ich glaube, Sie reden auch von was anderen Unterstützung. Also wenn natürlich die Stadt ein Fest für Sie organisiert, macht oder tut, dass Sie dann abgerechnet werden wie normaler Privatmensch, der auch die TBL oder wie die Söhne, stimmt gar nicht, ist ja wunderbar, dann ist das ja auch geklärt. Das gibt es bei mir nämlich auch nicht. Ja, also das würde mich erschrecken, wenn es so wäre, der Herr Feuchter in der ersten Reihe Gemeinderat, der sagt, das stimmt nicht. Also wenn es dann genügt mit Flyern, ja, dann ist es ja auch okay, wenn es alles ist, ja, und der Rest ist schon alles gemacht, Spaß beiseite. Also Ehrenamt ist wichtig, wir haben es alle drei in unseren Reden auch angedeutet. Und wir sind natürlich auch alle drei, glaube ich, voll Profi genug, um zu sagen, wir wissen auch ganz genau, was wir vom Ehrenamt haben. Und letztendlich, wenn da Ideen kommen aus ihren Reihen, sei das heißt es natürlich ein Clubhaus zu sanieren, ja, da kriege ich natürlich auch wieder Geld, Kohle oder wieder in Anspruch. Und dann habe ich auch schon davon gesprochen, dass Materialkosten dann vielleicht die Stadt übernimmt und die Eigenleistungen wird dann von dem Verein getätigt, zum Beispiel. Bei Neptun war ich auch gewesen, Schwimmverein, der Herr Bizanski da oben, David, der auch. Genau, das ist die Art, dass man sich beteiligt als Stadt und sagt, okay, wir können mit Material unterstützen und wenn die Vereine selbst so stark sind, Eigenleistungen noch machen oder abgeben, dann ist das auch wunderbar. Also da hätten Sie mit mir oder ich glaube auch in den anderen beiden wirklich einen sehr guten Fürsprecher. Ja, Herr Metzner, ich glaube, Sie haben einen Punkt angesprochen, der viele Vereine in der Zukunft immer mehr beschäftigen wird, dass wir nämlich immer mehr uns darum kümmern müssen, wie finanzieren wir denn unsere laufenden Kosten. Und wir können bei den Beiträgen natürlich nicht ins Unendliche gehen, das wissen Sie alle. Und deswegen müssen wir uns neue Dinge überlegen, weil ich glaube, dass die Vereine die einzigen sind, die stabil für die Zukunft noch da sind. Wenn wir in die Innenstädte, in die Ortskerne gucken, dann sehen wir ja, was dort passiert. Und wenn wir nicht die Vereine haben, die für einen lebendigen Ortsteil sorgen, die viele Angebote machen, die für die Familien, für die Kinder da sind und natürlich auch für die älteren Menschen Angebote haben, dann geht uns vieles verloren. Und von daher glaube ich, dass Gemeinde, Kommune, Stadt in Zukunft deutlich mehr dafür tun muss und auch finanziell eine andere Unterstützung vielleicht aufsetzen muss, als wir das bisher gekannt haben. Und von daher bin ich völlig bei Ihnen und glaube, da müssen wir intensiv drüber sprechen. Ich bin Sigrid Roder, Bürgerin von Leim-Mitte. Wir haben jetzt viel über Verkehr gehört oder über Feste und Kommunalgebiete. Wo sehen Sie denn das ökologische Potenzial in Leim? Wo Richtung Stadtgrün zum Beispiel? Geht an alle drei. Vielen Dank für die Frage zum Thema Ökologie der Stadt Leim. Herr Kahn, stehen Sie zum Thema Ökologie? Also grundsätzlich bin ich völlig bei Ihnen. Wir müssen bei allen neuen Projekten, bei allen Bauprojekten als erstes mitbedenken, wie schaffen wir mehr Grün, weil das ja auch für gerade für die heißen Sommer, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, der uns in Zukunft beschäftigen wird. Wir müssen aber auch gucken, wie kriegen wir vielleicht wieder mehr Wasser in den Ort. Und da gibt es ja in allen Ortsteilen Ansätze und Gedanken dazu. Wie kriegen wir das so geregelt, dass wir das auch wieder erlebbar haben, auch in den Innenstädten. Auch dazu gibt es ja Ideen und Ansätze. Und von daher ist Ihre Frage und Ihre Anmerkung natürlich eine ganz wichtige. Auch darauf müssen wir in Zukunft bei allen unseren Projekten achten und dafür sorgen, dass das innerörtliche Klima deutlich besser wird. Vielen Dank. Ja, zum Thema Ökologie. Ich bin seit vielen Jahren Vorstand der Bürgerenergiegenossenschaft Leimen. Das ist ein Thema. Zum Thema mehr Grün. Da gibt es viele Möglichkeiten, mehr Stadtgrüne, mehr Grün in die Stadt zu kriegen.
statt mit Nierung vertikale Gärten. Ich war da auf der Buka, da gab es super Ideen, die gilt es umzusetzen. Es geht darum, dass man Wasserspender im Ort verteilt, weil die Sommer werden heißer. Es gibt kühle Orte, gilt es zu schaffen. Und letztendlich, ich bin begeistert von der Idee der Schwammstadt. Das heißt, wenn es regnet, wenn es schüttet, dann wird das Wasser gesammelt entsprechend. Und wenn es dann eine Hitzeperiode gibt, dann kann das wieder an die Natur, an die Luft abgegeben werden. Da gibt es viele tolle Ideen. Das würde jetzt einen Abend füllen, aber da sind Sie bei mir an der richtigen Stelle. Bei mir wären Sie jetzt auch an der richtigen Stelle. Wir haben Blühwiesen gemacht in Mauer. Wir haben verschiedene Bäume gepflanzt, die übrigens hier jetzt vergessen zu erwähnen. Sind auch dreier Bäume, glaube ich, gepflanzt worden, letztens in Sanil. Also letztendlich müssen wir vieles tun. Ich war auch bei der grünen Fraktion und bin auch danach gefragt worden, habe da verschiedene Ideen skizziert und habe auch gesagt, dass natürlich die Leute, die draußen vor Ort sind, TWL, die täglich unterwegs sind, dass die vielleicht auch Flächen melden könnten, die es vertragen, dass man halt eben wirklich was anlegt. Blühwiesen, dass man Insektenhotel schafft, solche Sachen, die wären im Leim eigentlich, denke ich, auch sehr gut in einer vielfältigeren Aktion als jetzt aktuell. Ja. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch die nächste Frage. Bitte stellen Sie sich doch mal vor. Rita Niemann-Geiger, Leim in Mitte. Wir haben ja in diesem Jahr nicht nur OP-Wahlen, sondern unter anderem auch noch Kommunalwahlen. In Leinen gerade erlebe, gehe ich davon aus, dass im nächsten Gemeinderat eine Partei vertreten sein wird, die bislang noch nicht dort ist. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie OB sind? Im Hinblick, ich wollte nur sagen, Ihre Zeit ist schon ganz schön knapp und Herr Karl hat sich sehr kurz gefasst. Also ich will jetzt die Stimme mal den Herrn Karl geben, nicht, dass Sie nämlich aus dem Rennen sind. Ja, ich wollte mal von der. Ich würde es gerne nochmal hören, ich habe die Frage nicht verstanden. Wiederholen Sie bitte nochmal Ihre Frage. Ganz oder was? Können Sie bitte Ihre Frage nochmal vorstellen? Wenn es im zukünftigen Gemeinderat eine weitere Partei geben sollte, die es dort bislang noch nicht gibt, und Sie sind OB, wie gehen Sie damit um? Also, wir haben eine Demokratie, wir haben Wahlrecht. Wenn Sie als Bürgerschaft der Stadt Leiden andere Parteien in den Gemeinderat wählen, dann haben die das gleiche demokratische Recht wie alle anderen auch. Dann gehen wir auch nicht um. Ich bin auch Kreistagsabgeordneter, genau wie die beiden neben mir, und wir haben das Phänomen schon im Kreis, im Annegger-Kreis, im Kreistag. Und deswegen ist die Zusammenarbeit dazu bitte schon mal erprobt. Ich würde mich freuen, ehrlich gesagt, weil es natürlich ein absoluter, ja, natürlich farblich gesehen Unterscheidung ist. Aber ich habe vorhin auch gesagt, dass wir von vornherein nicht Parteien nach Farben sortieren sollen. Ja? Also deswegen würde ich sagen, wir müssen damit leben als Demokraten. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ich habe Bäume mitgepflanzt und mit neuen Fraktionen gehe ich korrekt und demokratisch um. Vielen Dank. Ja, achso, wunderbar. Ich komme aus Sandil, war schon mal dran, aber ich bin Rollstuhl. Ich würde Sanil bleiben oder so rollstuhlgerecht, weil ich habe Kugel. Beispiel beim Reiter ist er nicht so mit dem Rollstuhl nicht so richtig reingekommen. Da muss man auch vielleicht was ändern, wenn es geht. Also ich höre raus, ich kann ein rollstuhlgerechter werden, weil ich habe. Vielen Dank für die Frage. Dass ich auch eine Familie besucht habe, die das gleiche Problem mir geschildert haben. Und ich habe auch teilweise nicht verstanden, warum die Straßensanierung, Gehwegsanierung nicht da Bezug drauf genommen haben. Also das ist auch mittlerweile stark, also
Also bei uns im Haus ist es auch schon sehr, sehr lange so, dass man darauf achten muss. Das heißt, der Planer, der dann draußen das umsetzt, der wird dann auch mit mir zu tun kriegen. Letztendlich habe ich vorhin gesagt, dass die Detailkenntnis da ist und dass man sich dann eben damit auch logischerweise dann auch keinen Gefallen tut, wenn man den hohen Bordstein trotz einem ewig salierten lässt und nicht an die Rollstuhlbehinderung denkt. Also ein barrierefreier Ausbau bei allen kommunalen Gebäuden ist, glaube ich, ganz selbstverständlich, aber auch bei allen Straßenbauprojekten. Das machen wir seit vielen Jahren so. Die Gehwege barrierefrei ausgebaut und sind damit dann auch für die Rollstuhlfahrer zu befahren. Das gehört in der Zwischenzeit zu unserem Standard und so muss es auch sein. Barrierefreier Ausbau ist selbstverständlich. Und im Betapark werden wir einige Dinge noch in diesem Sommer erschaffen, einkaufen für Barrierefreiheit, Lifter und auch die Eingangstür wird barrierefrei. Da machen wir sukzessive auch bei den alten Gebäuden, setzen wir das um, dass das klappt. Jetzt wird die Runde eingeschränkt zwischen Herrn Gerrit und Herrn Karl. Die 15 Minuten sind um. Genau, hier ist eine nächste Frage. Bitte, stellen Sie sich vor, sagen Sie kurz, wo Sie herkommen und was Ihr Anliegen ist. Mein Name ist Karin Schwind, komme aus Lahn-Mitte und Thema Inklusion. Barrierefreiheit bedeutet nicht nur flache Bordsteine, sondern für mich als Blinde sind die flachen Bordsteine nicht zu nutzen. Wir haben gehört, dass viele Bauvorhaben geplant sind. Wie stehen Sie dazu, alle Behindertengruppen in ein Boot zu holen? Was für mich als Blinder wichtig ist, ja, kann für Rollstuhlfahrer ganz anders sein, einfach an einem Tisch zu sitzen und zu gucken, wie können wir da Kompromisse. Inklusion bedeutet, alle Menschen reinzunehmen und nicht nur an die Barrieren für Rollstuhlfahrer zu denken. Selbstverständlich ist es auch Standard für uns. Für uns keine Gemeinde, die nichts besser angesagt hat. Es würde nicht stimmen. Also der Automat spricht anscheinend, der Nummernautomat, ich gucke mal zu mir rüber, es hier nickt. Also das ist vielleicht auch eine Einstellungssache. Aber genau das sind so Probleme, die wir halt immer wieder jetzt gehört haben mit Leim, dass vieles nicht so richtig funktioniert, warum auch immer. Vielleicht muss man da einfach wirklich mal genauer hingucken und mal ein bisschen aufräumen. Vielen Dank. Also mir ist auch passiert, dass ich vor verschlossener Tür bei der öffentlichen Gemeinderatssitzung stehe. Also das geht einfach nicht. Öffentliche Gemeinderatssitzung ist öffentliche Gemeinderatssitzung. Und wenn ich dann vor der Tür stehe als wollender Hörer und nicht eingelassen werde, das ist eigentlich ein No-Go. Von daher kann ich es selber auch nicht. Also Frau Geiger, Sie haben sicher völlig recht. Inklusion bedeutet eine ganze Palette an Einschränkungen, die es gibt. Und ich würde Ihre Anregungen gerne aufgreifen und mich mit allen Gruppen zusammensetzen und dann mal gemeinsam erörtern, wo können wir denn tatsächlich Dinge verbessern, auf was müssen wir in Zukunft achten. Neben den Standards, die wir sowieso bedienen, ist es sicherlich eine ganz hilfreiche Geschichte, wenn wir es von den Betroffenen selbst hören. Von daher vielen Dank für die Anregung. Bitte stellen Sie sich kurz vor, was Mein Name ist Sonja Boxberger. Ich komme zurück nach Bad-Angeloch. Ich wohne da im Kampf-AKW. Jeden Morgen erlebe ich diese Kindergarten ran. Frau Fenn, Sie wissen bestimmt, wie viele Kinder da untergebracht sind jeden Tag. Die meisten Kinder werden mit dem eigenen Auto hingebracht, wenige laufen auch. Die Frage konkret ist, ab wann wird der Handwerkerweg zur verkehrsberuhigten Zone erklärt? Es macht keinen Sinn, der Handwerkerweg ist eine Sackgasse und
ich weiß nicht, warum man da Geschwindigkeit 30 hinschreiben muss, obwohl die Leute kurz beschleunigen und wieder stehen. Im Gegensatz dazu ist die Kirchstraße oder Kirchstraße eine verkehrsberuhigte Zone. Da leben noch nicht mal Kinder. Jeden Tag laufen wir mit dem Handwerker weg, die Schulkinder, kleine Kinder. Denn ich warte drauf, auf den Augenblick, dass ihr Kind mal von dem Auto unbeabsichtigt beim Ausfahren, beim Rangieren erfasst wird. Können Sie bitte Ihre Frage konkretisieren? Ja, wie lange dauert es, bis der Handwerker weg zur verkehrsberuhigten Zone erklärt wird? Es hat lange gedauert, bis der erste Zebrastreifen am Ochsenbacher Straße erschaffen wurde. Dauert es jetzt auch 8 Jahre oder ist es dann erledigt? Herr Köln. Ja, da kann ich. Ich kann Ihnen natürlich nicht genau sagen, wie lange es dauert. Da könnte ich erst drüber sprechen, wenn ich gewählt bin. Aber wir gucken uns das gerne an und überlegen dann, wie wir die Situation verbessern können. Übrigens ist, glaube ich, bei ganz vielen Kindertageseinrichtungen so, dass der Abhol- und Ringverkehr immer etwas problembehaftet ist. Aber die kleinen Kinder, da ist es auch fast überall so, dass die von den Eltern mit den Autos gebracht werden, wenige mit den Fahrrädern. Und die Eltern, die sie bringen, haben in der Regel auch hinterher einen Job, wo sie hin müssen. Und deswegen ist es so. Aber man muss natürlich immer die Situation vor Ort sich angucken und überlegen, wie kriegt man das so hin, dass niemandem was passiert, dass es sicher ist und dass trotzdem der Verkehr noch funktioniert. Also von mir ist es sicher auch die Sicherheit first. Und wenn vor Ort festgestellt wird, dass es wirklich so ist, wie Sie gerade beschrieben haben, dann muss man da was machen. Ich glaube, es gibt viele Ecken, auch eine Tuchbleiche wurde mir angetragen. Da ist eine Schrittgeschwindigkeitszone, wird aber sich nicht dran gehalten. Also wir müssen mal aufpassen, dass die Straßenverkehrsregeln wieder eingehalten werden. Und ich glaube, das ist das Problem, dass die Leute halt teilweise nicht mehr die Straßenverkehrsregeln einhalten. Jetzt habe ich auch die rote Karte bekommen. Genau, gibt es aus dem Publikum noch eine Frage, diesmal an Herrn Kall? Das ist jede Entscheidung, jeder bestimmt entscheidet, wie viel er mal redet. Ja? Gibt es noch eine Frage Ihrerseits? Ja, dann möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Herr Kall, möchten Sie noch mal was sagen? Wir haben noch 3 Minuten 40. Also, jetzt sind wir unter uns. Wenn ich der Einzige bin, der noch was sagen darf, dann freue ich mich auch, dass so viele von Ihnen da waren, dass Sie so viel Interesse gezeigt haben und dass Sie uns auch so viele Fragen gestellt haben. Und ich habe mich bemüht, mal kurz zu antworten. Und deswegen habe ich jetzt auch noch ein bisschen Zeit. Aber wenn Sie wollen, jetzt dürfen Sie mir alle Fragen stellen. Vielen Dank an alle. Vielen Dank an die Bürger und Bürgerinnen der Stadt Freilingen. Vielen Dank auch an das ganze Organisationsteam und an Sie für den konstruktiven Dialog zur Stellung Ihrer Positionen und Themen zur Weiterentwicklung in der Stadt Leiden. Oh, Entschuldigung, jetzt sind Sie. Wollen wir noch eine Frage an Herrn Spahn, bitte. Stellen Sie sich noch mal kurz vor, Ihr Herkommen und welches Anliegen Sie haben. Mein Name ist Marcel. Ich wohne in St. Ilgen, gleich nebenan. Ich traue mich jetzt einfach, es bewegt mich eine Frage schon sehr lange. Und zwar haben Sie ja jetzt viele Projekte genannt, die Sie angreifen möchten. Ich wollte fragen, jetzt schade, Frau Feldmann, Sie dürfen nochmal antworten, Herr Ehret auch nicht, aber Herr Kall, vielleicht haben Sie eine Idee, Leinbachbrücke, Lederstraße und Engelsbrücke. Werden Sie es schaffen, in Ihrer Amtszeit dieses Problem, was schon lange ansteht, zu lösen? Und gibt es da vielleicht ein Budget dazu? Vielen Dank. Also
ich darf Ihnen erstmal sagen, es ist natürlich ein Unding, dass eine Brücke über so lange Zeit nicht funktioniert und eine große Einschränkung erfährt. Natürlich muss man sich da möglichst schnell um kümmern und Abhilfe schaffen. Insgesamt muss man sich aber den ganzen Leipach angucken. Ich glaube, an dem ganzen Leipachlauf gibt es viel zu tun. Da gibt es noch weitere Brücken, die auch immer so ganz frisch sind. Und das muss man anpacken, das muss man schnell anpacken. Vor allen Dingen die Brücke, die ja hier direkt in der Nachbarschaft ist, das geht für mich überhaupt nicht. Und das darf eine Stadt eigentlich gar nicht so weit aufpassen. Nein, ich denke auch, wir haben die Schule vergrößert. Es ist eine riesengroße Gefahrenstelle für die Schulkinder, für den öffentlichen Nahverkehr und auch für die Fußgänger und, wenn man es gehört hat, vor allen Dingen auch für behinderte Menschen in unserem Ort. Also ich verstehe das eigentlich nicht, dass man das so nebenher herunterfallen lässt. Vielen Dank. Damit möchte ich gerne zurückkommen und bedanke mich bei Ihnen allen für die Zeit und Ihr zahlreiches Kommen, natürlich auch für das wunderbare Organisationsteam und an die Kandidatinnen und an die Kandidatin für die konstruktive Diskussion und möchte an der Stelle noch kurz auf den Oberbürgermeister übergeben für ein letztes Wort. Bitte haben Sie noch ganz kurz Geduld. Ja, meine Damen und Herren, ich mache das am besten von hier aus. Ich möchte Sie auch nicht mehr lange auf die Folter spannen. Ich denke, wir hatten einen sehr informativen Abend und ich denke, für Ihre Entscheidungsfindung zur Wahl haben Sie alle nötigen Informationen zusammen. Zumindest denke ich, kann sich jeder ein gutes Bild machen. Ich kann Sie nur bitten, von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Denken Sie, nicht in jedem Land ist es selbstverständlich, dass man wählen kann. Es ist ein großes Privileg, was unsere Vorfahren erkämpft haben. Bitte machen Sie davon am Wahltag Gebrauch. Ich bin ganz sicher, Sie treffen die richtige Entscheidung. Vielen Dank, schönen Abend.